was sich auf meinem Handy befindet. Mich hatten einige gefragt in der letzten Zeit. So complicated when it hurts, but it hurts so good until you take it. Your love is like hanging on a thread. Your love is like hanging on a thread. It hurts so good. Hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch einen What's on my phone tag. Das heißt, ich zeige euch, was sich auf meinem Handy befindet. Mich hatten einige gefragt in der letzten Zeit. Deshalb dachte ich mir, mache ich das doch mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Also, das ist mein Handy. Ich habe das iPhone 8 Plus in Gold. Meine Hülle ist jetzt auch schon ein bisschen dreckig. Und hier seht ihr dann meinen Sperrbildschirm. Ja, ich finde das Foto einfach sehr schön und deswegen ist es mein Sperrbildschirm. Und das ist mein Handy. Also, das ist die erste Seite. Ich glaube, man kann auf den ersten Blick ganz gut sehen, ich habe ganz viele Standard-Apps auf der ersten Seite, weil ich das einfach so mag, wenn das so angeordnet ist. Also ich habe oben auch nicht viel verändert. Das ist halt einfach so alles, was jeder von euch wahrscheinlich auch auf dem Handy hat. Ich habe halt hier oben noch meine E-Mails für die ganzen Anfragen und sowas. Deswegen ist es auch auf der ersten Seite, weil ich das halt auch benutze. Ansonsten Instagram, Snapchat, brauche ich glaube ich auch nichts zu sagen. Mein Instagram-Account und mein Snapchat-Account. Ist in der Infobox verlinkt, ich heiße überall CCYT. Hier habe ich dann YouTube, weil ich natürlich auch jemand bin, der auch gerne YouTube-Videos guckt. Die gucke ich immer darüber. Und hier ist die YouTube Studio App. Das ist halt einfach eine App, die die YouTuber nutzen können. Da kann man die Klicks anschauen, wie viele Abonnenten man hat, die Kommentare gut beantworten, besser als in der normalen YouTube-App, genau. Das ist so das, was ich hier benutze. Ansonsten Musical.ly. Haben wahrscheinlich auch die meisten von euch. das ist mein Musical.ly-Account. Muss ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ich habe hier auch ganz viele private Musical.lys. Okay. Weil ich meine Musical.lys immer vordrehe, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, das ist mein Musical.ly-Account. Ansonsten habe ich hier Facebook und den Facebook Messenger. Sind aber beides Apps, die ich eigentlich gar nicht so oft benutze. Nur ich habe die schon seit meinem ersten iPhone immer auf der Startseite und deswegen sind die jetzt auch immer noch auf der Startseite. Hier habe ich dann Google, weil ich eigentlich Google jeden Tag verwende, deswegen Google. Und den Deutsche Bahn Navigator. Einfach wenn ich irgendwo bin und dann mit der Bahn oder mit dem Bus fahren möchte, dann gucke ich halt da nach den Verbindungen. Und Shazam brauche ich glaube ich auch nichts zu sagen, da könnt ihr halt einfach eure Lieder wie soll ich sagen, erkennen lassen. Also wenn ihr irgendein Lied irgendwo hört und wissen wollt, wie es heißt, dann drückt auf Play und dann erkennt der das Lied und ihr könnt es direkt in eure Spotify-Playlist oder so einfügen. Ansonsten natürlich Netflix. Ich gucke momentan Vampire Diaries weiter, habe schon Haus des Geldes geguckt und ich habe extrem viele Serien geguckt, deswegen Netflix benutze ich auch ziemlich häufig, eigentlich auch jeden Tag. Google Maps habe ich noch, falls wir mal irgendwo mit dem Auto hinfahren und wir nicht wissen, wo wir sind. Und dann ansonsten hier App Store und Einstellungen. Unten habe ich meine Spotify. Das ist mein Spotify-Account. Diese Playlists hier sind alle überflüssig, aber meine richtigen Playlists sind die drei hier. Das war meine erste. Dann habe ich CCYT Mood und CCYT Playlist 2.0. Hier findet ihr so normale Songs und da sind die ganzen traurigen Lieder drin, die so ruhig sind und ja, also falls ihr gute Musik sucht, dann schaut doch mal vorbei. Ist auch alles in der Infobox. Ansonsten natürlich WhatsApp und Musik hier benutze ich aber gar nicht, weil ich das benutze, aber trotzdem ist es hier unten. Dann die zweite Seite. Hier in diesem Ordner habe ich auch nur so normale Apps, also so Apps, die ich nie benutze, die ich alle nicht brauche. Ansonsten FaceTime und den Rechner ist ja auch schon drauf gewesen und hier habe ich auch noch Apps, die ich nicht benutze. Ansonsten PayPal, da kann man halt einfach Überweisungen und sowas mitmachen. Ich glaube, kennt auch fast jeder. Facetune, damit kannst du Fotos bearbeiten. Aber Facetune, VSCO, Lightroom sind Apps, mit denen ich meine Bilder bearbeite. Wie ich meine Bilder bearbeite, habe ich euch schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Guckt euch das einfach mal an, dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten nicht Google. Ansonsten habe ich hier noch die Safari-App fürs Internet, halt den Google-Übersetzer. Und die AldiTalk-App, weil ich ein treuer AldiTalk-Kunde bin. Videostar, damit kannst du halt einfach Videos bearbeiten. Wow, so sieht das hier aus. Damit habe ich halt meine Slow-Mo-Musical.lys bearbeitet. Das zum Beispiel.
Ja, das mache ich halt mit dieser App. Ansonsten habe ich hier noch CCLicious Merch, das ist mein eigener Online-Shop. Benutze ich jetzt nicht mehr so häufig, weil der ja momentan nicht mehr aktiv ist. Messletters habe ich hier noch. Das ist eine Internetseite, die ich damals so häufig benutzt habe. Seitdem es das Instagram und Snapchat Update gibt, in dem man die Schriftarten verändern kann, benutze ich das hier gar nicht mehr. Aber früher habe ich das benutzt. Wenn man hier zum Beispiel was reinschreibt, dann kannst du dir hier verschiedene Schriften kopieren, was ich richtig cool finde. Das habe ich damals immer am Laptop benutzt oder am Computer, keine Ahnung. Ansonsten hier mein Live-Count-Ding, also hier kann ich meine aktuellen Abonnentenzahlen ansehen, wie viele Abonnenten ich gerade zu diesem Zeitpunkt habe. Ist auch ganz hilfreich. 21 Buttons kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich die App ehrlich gesagt noch nicht richtig verwendet habe. Deswegen sage ich jetzt dazu mal nichts. Ansonsten TV Now Plus, da kann man halt einfach Fernsehen gucken, also RTL und RTL 2 und sowas alles. Genau, Square Fit ist einfach dafür da, dass du Videos zuschneiden kannst, also den weißen Rand geben kannst oder sowas. Perfekt. Also man kann sich hier einfach ein Video raussuchen. Zum Beispiel das hier. Und dann kannst du das halt einfach hier so zuschneiden. So, seht ihr. Ja, das ist ganz cool manchmal für so bestimmte Posts, will ich das einfach kleiner haben oder so, deswegen benutze ich das, aber halt auch nicht häufig. Ansonsten habe ich hier auch ein Spiel und das nennt sich Helix Jump und das ist so ein Spiel, was einen richtig süchtig macht, ich kann es euch sagen. Das Ziel ist halt einfach, den Ball unten auf den Boden zu bekommen, ohne dass er irgendwie sowas hier berührt, weil dann ist vorbei. Ich bin gerade bei Level 52 und ich spiele das immer mal wieder, weil ich es eigentlich ganz lustig finde. Quizduell benutze ich gar nicht mehr, das können wir mal löschen. Habe ich mal benutzt, aber benutze ich nicht mehr. Dann habe ich noch die Sims und ich glaube, jeder kennt die Sims und ich habe mir das jetzt fürs Handy runtergeladen und ich finde es so cool. Irgendwie ist es, keine Ahnung, es macht einfach Spaß, es ist einfach cool. Ja, hier kann man also verschiedene Aufgaben erledigen und sowas. Also ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Wenn es mal so richtig langweilig ist, dann kann man das echt gut spielen. Und dann habe ich auch noch eine dritte Seite. Ich habe hier die App Reharded und bei dieser App suche ich mir halt immer für meine Instagram-Bilder die Hintergründe raus. Also wenn ich den Himmel bearbeiten möchte oder sowas zum Beispiel. Das suche ich da halt immer. Oder man kann sich auch Inspiration suchen oder hier Essen, lecker. Stars, also seine Hintergrundbilder kann man zum Beispiel da auch ganz gut suchen. Dann habe ich die Kiwi des Schicksals und das ist eine App, an die ich wirklich sehr stark glaube. Ja, das ist die Kiwi und wenn man jetzt auf die Kiwi drückt, dann wird sie uns irgendwas sagen. Okay. Ja. Also, die Kiwi des Schicksals ist was, was immer stimmt, bei mir zumindest. Die sagt mir immer irgendwas, was wirklich stimmt und ich drücke da auch immer nur einmal drauf, weil ich da wirklich sehr abergläubig bin. So, ansonsten habe ich hier noch Tabellen, da kann ich aber jetzt nicht drauf gehen, weil es halt einfach eine Tabelle ist, wo meine ganzen Finanzen eingetragen sind. Ja, von meinem Management halt aus. Genau, und dann habe ich noch die App Fotable, keine Ahnung, die kann ich auch direkt löschen, weil das auch eine App ist, die ich vor ein paar Tagen runtergeladen habe und mit der ich mich noch gar nicht befasst habe, deswegen. Ja, mein Hintergrundbild ist übrigens von mir selbst fotografiert, diese Emmy Gray Box, die habe ich ja geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und genau, das ist eigentlich auch schon alles, mehr habe ich nicht auf meinem Handy, ich weiß nicht, was ich euch jetzt noch zeigen könnte, das ist echt super unspektakulär. So Leute, das war's auch schon, das ist alles auf meinem Handy drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mir noch nicht auf Snapchat, Instagram und Musical.ly folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich heiße überall CCLiciousYT. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und danke fürs Zusehen. Bye!